Künstler? Der Künstler selber. Augenblick mal. Der Künstler ruft also, eine Wecke. Dazu gehört eigentlich ein Zitat von Rilke, das so ähnlich geht wie: Man sagt immer, die Zeit zu vertreiben, sie zu halten, wäre doch wichtig. So. Im Studio des Collegium Hungaricum. Ist das eine Hommage an Ligeti? Ja, eigentlich hieß das Projekt am Anfang Tombeau de Ligeti. Mhm. Also der Sarg von Ligeti. Ja, genau. I mean, it's directly inspired by the poem Symphonique, and it's reinterpreting that piece in a series of pieces. Where came the idea of this special structure? This is an amphitheatral form. You enter the space of this architectural form, and you are the individual consumer faced with this mass of objects, which represent the supply chain that delivered these things to us without us really taking any second thought. So the idea was to make a similar kind of metaphor to the source of these objects that we're using, which are the clocks, and the thousands of Chinese people who are involved in manufacturing them. So the clocks become, if you like, a metaphor for each of the each one becomes a person in China who is, you know, responsible for the consumer goods that we take for granted completely. So it is a piece constructed for by hundreds and thousands, but only for one person who stands in the middle. Yeah, exactly. In der Installation von Thomas McIntosh, diese Masse der Uhren in einem griechischen Amphitheater eigentlich ein Chor repräsentieren, ein Chor ohne Gesicht. Dieser Chor ist einerseits Zuschauer, aber auch Schauspieler an diesem Platz, wenn ich Herrn McIntosh gut verstanden habe. In diesem Spannungsfeld von Chor, Schauspielplatz und Zuschauer, ein einziger Zuschauer, da einem einzigen Zuschauer Eintritt gewährt wird, und das ist das Individuum. Zugleich dürfen wir aber nicht vergessen, dass es auch eine Art von Mausoleum ist, und zwar ein Mausoleum für Georg Ligeti, also eine Grabstätte des Künstlers. In der Hinsicht, in der man einem Künstler eine Hommage gibt, wo er, ja, das ist eine Abschiedshommage auch. Die andere Installation von Emmanuel Madan, die wir ganz einfach behalten möchten. Die werden wir einfach nicht zurückgeben. Weil die schaut nämlich sehr gut aus in unserer Molinat-Galerie. Das analytisch Schöne, was wir an diesen beiden Kunstwerken erleben können. Wir bedanken uns bei den Künstlern.